Wo liegt das Problem? Verrat! Meines eigenen Bluts! Ich sollte auf eine Maschinenjagd-Expedition in der Wildnis gehen. Mit echten Jägern. Dann kamen Gerüchte auf. Neue Maschinen, ein böses Miasma, viele tote Banuk und so weiter. Also verbat mir mein Vater zu gehen. Er sagt, es sei zu gefährlich für einen adligen Spross. Tust du immer das, was dein Vater dir sagt? Ja, natürlich. Jagen in der Banuk-Wildnis? Meinst du Ban-Ur? Oh, nein. Viel zu weit vom Licht der Sonne weg. Die Expedition würde untergehen. Es ist ein Ort namens Der Schnitt. Eine Art Niemandsland aus Zeiten des, weißt schon. Des Kriegs? Ja, aber jetzt kann man dort prima jagen. Es gibt einen Pass im Nordostgebirge. Hast du überhaupt je Maschinen gejagt? Unsere Diener trugen mal ein Lanzenhorn, auf das ich schoss. Die Bewegungen wirkten erschreckend echt. Was für neue Maschinen denn? Genau das ist es. Mein Vater weiß es nicht einmal. Er hat nur Gerüchte im Sonnenhof gehört. Und das böse Miasma? Wer weiß, was diese zeltenden Wilden als böse bezeichnen. Oder Miasma. Ich will einfach nur jagen. Ernsthaft. Wieso bekomme ich dann überhaupt ein Schwert zum 16.? Was bringt es mir, wenn ich es nicht mal schwingen darf? Diesen Gerüchten sollte ich selber mal nachgehen. Er liegt hinterm Grabhort jenseits des Nordostgebirges. Du willst doch nicht alleine zu diesem sonnenlosen Ort. Ich schätze, Fremde können tun, was immer sie wollen. Bei der Sonne wäre ich doch bloß kein Adliger. Ja, klingt schwierig. Aber wirklich, ich will auch kein Adliger sein. Das ist so kacke. Weißt du, das Leben ist echt schwer. Nee, Spaß. Aber ich heiße euch jetzt herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Gaming und wir haben gerade die Story gehört. Die Eröffnung für den DLC The Frozen Wilds in Horizon Zero Dawn. Es gibt neue Gebiete, es gibt neue Gegner. Und was ist das böse Miasma? Das werden wir alles herausfinden, indem wir dann diesen geilen neuen Fleck aufdecken werden. Mann, Leute, ich bin geil drauf. Als erstes werden wir gleich mal herreisen. Wir sparen uns mal das Gehen. Tut mir leid, dass so lange jetzt nichts an Content auf meinem Kanal erschienen ist, aber ich bin voll im Umzugsstress. Ich habe in meinem Haus, wo ich jetzt hinziehe, nicht einmal Internet, ja. Ich weiß, ihr wisst nicht, was das heißt, aber das heißt, ich kann kein YouTube schauen. Ich kann nichts produzieren, weil ich für alles Internet brauche. Ich bin gerade komplett am Renovieren. Also ich hoffe, ihr seid nicht böse, aber ich werde jetzt versuchen, so viel wie möglich wieder vorzuproduzieren. Übersiedlungstag ist in 14 Tagen, am 30.11. Nein, böse, bin ich schon drüben. Übersiedeln werde ich in 8 Tagen, circa. Wir haben heute Donnerstag, den 16. Am 24. kommt eine Mannschaft von 6 Leuten, die hilft mir übersiedeln. Und dann gehen wir so richtig an. Da muss ich erst mit meinem Büro einrichten und so weiter und so weiter. Von daher hoffen wir aufs Beste. Eigentlich wollte ich euch heute wieder mal Destiny 2 bringen, aber leider sind die Server offline. Jo. Und bis es soweit ist. Ach nö, komm schon. Ich habe noch nicht mal mit der Steuerung zurechtgefunden. Aber ich stelle mich jetzt gerade, glaube ich, nicht blöd. Hey, 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 hier gebleibt. Okay, das ist kaputt. Oh. Ich sehe nichts. Na? Autsch, hör auf damit. Alter. Geh down. Oh Mann. Gut, haben. Ach, wir haben es noch immer nicht. Gibt's auch nicht. Warte mal, wie stehe ich noch mal schnell? Autsch. Jetzt kann ich nicht Pfeile herstellen. Ich muss erstmal ihn ausschalten, dann kann ich mich nur wieder mal mit Crafting beschäftigen. So. Herrscht jetzt Ruhe. Danke. So, so war das. Und herstellen.
Super. Perfekt. Gut. Die Aufwärmrunde ist vorbei. Ach, ist so weit. Warum habe ich kein Reittier? Warte mal, ich kann noch da. Jawohl. Komm mal her, du. Danke. Ups. Hier. Nein, hier. Ups. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich das Ding reite, Alter. Achso, mit X, glaube ich. Ja, genau. Braver Stürmer, guter Stürmer. Ach, ist es nicht schön, wieder hier zu sein. Und auf dem Weg in die eiserne Wildnis. In die eisige Wildnis, Verzeihung. Ja, es ist spät. Oh. Das ist der Pass, an den Rabit meinte. Und gleich darüber ist das Gebiet der Banuk. Speicher. Na gut, dann hätte ich mal gemeint. Aufwärts. Cool, das leuchtet so schön blau. Sind es vielleicht schon die ersten 9 Flowers? Ah, da haben wir das Symbol von The Frozen Wild. Hm, schick, schick, schick. Ich bin gespannt, was uns dieses DLC zu bieten hat. Danke. Danke. Achso, da geht's sicher nicht lang. Upa. Was machst du denn da, Aloy? Dieser Weg führt zum Silence. Schnitt. Die Banuk haben nichts als nutzlosen Mystizismus zu bieten. Die Eklipse sehen nicht einfach zu, während du im Schnee spielst. Du hast eine Aufgabe. Du schaust also immer noch nach mir. Ich dachte, dir reicht's. Entschuldige, dass mich das Schicksal der Welt immer noch interessiert. Also, folgendes. Banuk-Schamanen tragen doch Kabel in der Haut, oder? Da kennen wir noch so jemanden, hm? Huh? Vielleicht sollte ich mich nur deshalb von dem Banuk fernhalten, um nichts über dich zu erfahren. Mich interessiert nicht die Vergangenheit, Aloy, sondern die Zukunft. Oder dass es vielleicht keine gibt. Also hör auf zu quatschen und kümmere dich um Wichtigeres. Aber wie immer tust du, was du willst. Zickig. Ravara. Lang her, seit ich dich gehört habe, Silence. Und jetzt bitte ich um Silence. Silentium. Da ist ein neuer Räuber. Man sieht förmlich die Hitze, die er abgibt. Gucken wir mal, was du so kannst. Oh Mann, ich hoffe, ich verdrück mich nicht. Autsch. Das war mein Schild. Wow, Alter. Wow, Mann, haben wir's dann? Du bist ja ganz voll in Flamme, finde ich. Alter, bist du deppert? Hörst doch mal auf zum Angreifen. So wie rechts. Okay, danke. Ich glaube, ich habe die falschen Pfeile ausgerüstet gehabt. Ich glaube, ich soll den zuerst mal analysieren. Ich glaube viel. Aber wissen tue ich nichts. Aber nichts wissen macht auch nichts. Oh Gott. Die Ladezeiten. Die habe ich so vermisst. Oh Mann. Na gut, auf ein neues. Was ist da wohl drinnen? Oh, Feuerwiderstandstrank. Warum wohl? Da ist ein neuer Räuber. Man sieht förmlich die Hitze, die er abgibt. Schwäche Eis. Na klar, habe ich die falschen ausgerüstet. Schau das an.
Genau das wollte ich, dass du das machst jetzt, Eloy. Danke. Huch. You better die. Autsch, das war mein Schild. Uiuiui, da ist eine Feuerwehr. Alter, Hilfe! Ich steck fest, wieder mal. So, warte kurz. Na toll, ich hab nichts mit Eis, außer die Kuchen. Achso, so esse ich. Siehst du, ich hab sogar vergessen, wie ich esse. Stufe 47 erreicht. Gott sei Dank. Das kann ich nicht dran. Achso. Oh, ein Lohebehälter. Gut. Ein Reisender. Oder, warte mal, was haben wir da? Na, mehr Rohstoff brauche ich gar nicht. Okay. Oh. Ressourcen. Oh. Aha. Aha. Das hört sich auch interessant an. Aufsprungschlag. Ich meine, die Rettmaschine benutze ich selten, aber... Pickup im Ritt. Das ist nice, Mann. Zählige Ressourcen und Modifikationen um 50% ihres Metallschirmwertes. Yay! Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, was ich da jetzt skillen soll. Nehmen wir halt mal das Ausweichtalent, weil der stille Sprint klingt interesting. Wäre cool, wenn ein neuer Fähigkeitenbaum dazukommen wäre oder so. Aber gut. Wir müssen, ja, Pfeile herstellen. Gut, so. Ich mache den Part aber kürzer. Dafür mache ich aber mehr. Wir sehen uns im nächsten Part bei Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds. Bis dahin, ciao.